Nach der Entscheidung, dass Norbert Hofer als FPÖ-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im Burgenland im Jänner 2025 ins Rennen gehen wird, hat dieser am Freitag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt betont, er trete an, um mit der FPÖ Erster zu werden. Ja, ich komme zurück ins Burgenland. Ich sage aber auch, ich komme nicht ins Burgenland zurück, jetzt um Zweiter zu werden. Das Burgenland braucht ein politisches Schwergewicht als einen echten Ausgleich in der jetzigen Situation. Ich bin fest davon überzeugt, dass absolute Mehrheiten auf keiner Ebene gut tun. Auf Gemeindeebene nicht, auf Landesebene nicht. Auf Bundesebene sind wir, glaube ich, davon entfernt, dass irgendeine Partei derzeit eine absolute bekommen könnte. Aber das ist für ein Land nie gut. Wir brauchen diesen politischen Diskurs, die Auseinandersetzung, einen Wettbewerb der besten Ideen. Und wenn wir uns überlegen, wohin das Burgenland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen soll, dann ist dieser Wettbewerb der besten Ideen von herausragender Bedeutung. Und deswegen bin ich da. Und es war eine Herzensangelegenheit, eine Herzensentscheidung. Und ich muss dann sagen, seitdem diese Entscheidung getroffen wurde gestern Abend, meine Frau wird es bestätigen, bin ich, wie soll ich sagen, richtig motiviert, fröhlich, begeistert, weil ich am Ende des Tages vor allem Burgenländer bin. Auf die Frage, ob es ihm leid tue, nicht Nationalratspräsident zu werden, meinte Hofer. Na, das wäre möglich gewesen. Sie haben ja auch in den Gesprächen, die ich gehabt habe, war relativ klar, dass wenn ich antreten werde, die Unterstützung da ist. Ich bin der am längsten dienende Präsident in der Geschichte der Ersten und Zweiten Republik gemeinsam, also dritter Präsident, und hätte natürlich diese Erfahrung mitgebracht und habe auch gezeigt in der Vorsitzführung, auch bei den U-Ausschüssen und bei vielen anderen Dingen, dass ich natürlich Brücken bauen kann. Aber ich sage noch einmal, dieses Zeitfenster ist jetzt für mich da, dieses Coming Home zu machen, und das nutze ich, um mir meinen Traum hier im Burgenland zu erfüllen. Das Burgenland sei ihm dann auch wichtiger, als im Jahr 2028 für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Wenn ich im Burgenland gewählt bin und Regierungsarbeit leiste und es sollte während dieser Periode zu Bundespräsidentenwahlen kommen, dann ist mir das Burgenland wichtiger. Also mein Lebenstraum ist es nicht zu sagen, ich stehe jetzt irgendwo ganz großartig in der Hofburg und oder sonst irgendwo auf einem Bundesparteitag einer Partei und sage so, und jetzt bin ich dort und habe meinen Lebenstraum erfüllt. Mein Traum ist hier. Ich bin Burgenländer und mein Lebenstraum ist hier im Burgenland und sonst nirgends. Landesparteiobmann der FPÖ im Burgenland bleibt Alexander Petschnick.